Fahrkarte bitte. Eine Frau ist ermordet worden. Ich habe es zufällig gesehen. Sie wollen behaupten? Eine Frau ist von einem Mann erwürgt worden in dem Zug, der eben vorbeigefahren ist. Erwürgt? Ja, erwürgt. Sie müssen die Polizei sofort benachrichtigen. Aber wieso? Ist es vielleicht möglich, dass Sie über dem Kriminalroman eingeschlafen sind und das Ganze bloß geträumt haben? Junger Mann, ich habe nicht geträumt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Darf ich Sie bitten, Ihre Pflicht zu tun? Pflicht? Natürlich, wir werden ja in etwa 5 Minuten in Breckhampton sein. So wie wir da ankommen, werde ich den Vorfall melden. Gut. Darf ich vielleicht um Ihre Personalien bitten? Das müssen Sie sogar. Miss Jane Marple. Marple? Marple. Old Pasture Lane? Pasture Lane. Milchester. Ich danke Ihnen, Miss Marple. Ich werde den Stationsvorsteher entsprechend verständigen. Darum möchte ich bitten. Jawohl. Ich bin Inspektor Craddock von der Mordkommission. Ach, ich dachte, ein Vertreter. Darf ich bitten, Herr Inspektor? Ich habe gerade die Zeitungen der letzten beiden Tage durchgeblättert, aber ich habe keine Zeile über den Mord finden können. Die Polizei hat die Presse wohl gebeten, das Verbrechen vorläufig geheim zu halten. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Ich bin mit dieser Taktik vertraut. Sie wiegen den Täter in Sicherheit und dann schnappen Sie zu. Na, wie steht's? Werden Sie bald zuschnappen? Wissen Sie, es ist... wir sind nach vielen Überlegungen zu der Ansicht gekommen, dass was Sie im Zug gesehen haben, waren... Ein Mann und eine Frau und... Ja, das ist eindeutig. Ich will damit sagen, die beiden befanden sich vielleicht auf der Hochzeitsreise. Herr Inspektor, Sie könnten mich wohl mit einigem Recht eine alte Jungfer nennen. Aber trotzdem kenne ich doch den Unterschied zwischen einer Umarmung und einem Mord. Selbstverständlich, Miss Marple, aber wir haben alle in Frage kommenden Züge genau überprüft. Nachforschungen in den Krankenhäusern verliefen ergebnislos. Sie war blond und trug einen Mantel mit einem hellen Pelzkragen. Die von Ihnen beschriebene Person ist weder beim Ein- noch beim Aussteigen von irgendjemandem gesehen worden. Seit wann kann eine Tote aussteigen? Wir sind allen Möglichkeiten nachgegangen. Wir haben die gesamte Strecke abgesucht, aber ohne den geringsten Erfolg. Oh, Sie ziehen also meine Aussage in Zweifel. Das würde ich mir nicht erlauben. Erlauben nicht, aber Sie durchaus tun es. Durchaus nicht. Nur, Ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine Frau im besetzten Zug einige Minuten vom Bahnhof entfernt ermordet werden kann, ohne dass wir etwas davon erfahren. Ich gestatte mir nicht, Ihnen Vorwürfe zu machen, aber glauben Sie ja nicht, dass ich das so einfach auf mir sitzen lasse. Wenn Sie der Meinung sein sollten, eine alte, schwachsinnige Jungfer vor sich zu haben, befinden Sie sich in einem gewaltigen Irrtum. Guten Tag. Ich bedauere, Mrs. Stanton, ich hatte noch kein Glück. Wenn ich Sie auch enttäusche, der Galgenbartet auf Hedrick war bedauerlicherweise noch immer nicht zu bekommen. Sehr nachlässig von Ihnen. Geben Sie mir eine Nachricht, sobald es eintrifft. Aber natürlich, Sie können sich darauf verlassen. Schönen guten Morgen, Miss Marple. Guten Morgen, Mr. Stringer. Guten Morgen, Hilda. Ich habe was für Sie. Der Galgen wartet auf Hedrick. Heute Morgen erst eingetroffen. Mr. Stringer, ganz ehrlich, halten Sie mich für eine überspannte Person? Aber keineswegs. Bin ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte? Absolut, ich... Leide ich unter Halluzinationen? Wieso? Nein. Ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung. Die Polizei hält mich für schwachsinnig. Wirklich? Sie behaupten, das, was ich im vorbeifahrenden Zug gesehen habe, sei die Umarmung eines Liebespaares gewesen. Das ist doch. Wenn ich Sie wäre, Miss Marple, würde ich dem Inspektor aber einen geharnischten Brief schreiben. Mr. Stringer, was glauben Sie? Wie viele Kriminalromane haben wir schätzungsweise in den letzten Jahren gelesen? Unmöglich, das genau zu sagen. Sicher ein paar hundert. Ja, wir können ohne Überheblichkeit sagen, wir sind in der Aufklärung von Verbrechen geübt. Da stimme ich Ihnen zu. Na, sehen Sie. Wir beide können jetzt unsere kriminalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Ah, Mr. Stringer, würden Sie mir die Freude machen, Ihren Tee heute bei mir einzunehmen? Oh ja, mit Vergnügen, Miss Marple. Ach ja, das bringt uns weiter. Gar kein Zweifel, das war der 5 Uhr Express nach Breckhampton, in dem der Mord verübt wurde. Hier ungefähr muss es gewesen sein. Aber woher wollen Sie das wissen? Weil der Zugschaffner mir gesagt hat, es seien noch 5 Minuten bis Breckhampton. Eine Minute, nachdem der Mord geschehen ist, hat er mein Abteil betreten. Der Zug befand sich also 6 Minuten vor Breckhampton bei einer Stundengeschwindigkeit von 50 Kilometern. Das Verbrechen geschah ungefähr hier. Aber wo ist die Leiche geblieben, Miss Marple? Die Leiche ist natürlich aus dem Zug geworfen worden, zwischen diesem Punkt hier und Breckhampton. Aber die Polizei hat nichts gefunden. Kein Wunder. Der Mörder hatte, bevor die Polizei eintraf, die Leiche bereits entfernt. Wir müssen der Polizei ihre Hypothese sofort mitteilen. Das ist sehr wichtig. Völlig zwecklos. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Wenn neue Momente auftauchen, und das ist ja durchaus der Fall. Ja, das denke ich auch. Wir beide werden die notwendigen Ermittlungen durchführen. Hä? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich möchte Sie bitten, morgen ordentlich zu frühstücken. Kurz nach Morgengrauen werde ich mit Ihnen einen kleinen Spaziergang unternehmen.
Es ist unmöglich, eine Leiche aus dem fahrenden Zug zu werfen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Miss Marple, wir haben uns schon zu lange hier auf dem Bahngelände aufgehalten. Man wird uns doch festnehmen. Ach, Unsinn. Wer wird zwei Streckenarbeiter festnehmen, die ihre Arbeit nachgehen? Ich bin nicht der Überzeugung, dass diese Verkleidung genügt. Ein Stückchen Stoff, einen Schuh, irgendetwas. Der Fahrplan, den ich hier habe, ist noch vom vorigen Jahr. Aber ich weiß, dass er 7.15 Uhr immer noch zur selben Zeit fährt. Von mir aus, bitte. Es ist auf den Gleisen hier ziemlich gefährlich. Ach, Sie Hasenfuß. Sehen Sie sich das mal an. Wenn hier nicht was aus dem Zug geworfen ist, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, es war die Leiche. Sie könnte unter Umständen durch den Schwung an der Mauer gelandet sein. Aber wo ist die Leiche? Diese Frage, Mr. Stringer, beschäftigt auch mich. Vielleicht vergraben? Schwierig ohne Hacke oder Schaufel. Nein, mein Guter, das ist kein geeigneter Platz, um eine Leiche loszuwerden. Ich möchte gern über die Mauer sehen. Könnten Sie mich mal hochheben? Ich weiß nicht, Miss Marple, ob ich das... Haben Sie nicht gehört, Mr. Stringer? Zeigen Sie mal, dass Sie geschickt sind. Ja. Sind Sie so weit? Ja. Aber Sie müssen doch die Finger verschränken. Hab ich ja. Na, dann wollen wir es mal versuchen. Schränken Sie sich ein bisschen so, an. So, jetzt so. Oh, lassen Sie mich nicht fallen. Oh, runter. Das ist aber ein unsympathischer Bursche. Ob der Hund bissig ist? Miss Marple, gehen wir lieber. Ich habe so ein komisches Gefühl. Mr. Stringer, bestimmt ist die Leiche über diese Mauer gebracht worden. Darauf könnte ich schwören. Das ist der Landsitz der Familie Eggensrop. Stellen Sie sich doch mal vor, für jemand aus dem Haus ist es doch ganz einfach, über die Mauer zu steigen und die Leiche rüberzubringen. Sie ist auf dem Grundstück beiseite geschafft worden. Sie vermuten, dass jemand aus der Familie der Täter war? Ja, oder vom Personal, wenn Sie überhaupt Personal haben. Großer Mangel heute. Mal überlegen. Miss Marple, Ihre Überlegungen enden immer mit einem gefährlichen Plan. Mr. Stringer, wir werden uns jetzt zurückziehen, aber nur vorübergehend. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bedauere, aber ich kann Ihnen nicht helfen, gnädige Frau, nicht mal mit einer Putzfrau. Ich suche eine Stellung als Wirtschafterin. Könnten Sie mich vermitteln? Aber um Gottes Willen, wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Hier sind Sie an der richtigen Adresse. Ich habe glänzende Angebote. Der schöne Beruf der Wirtschafterin ist also doch noch nicht am Aussterben. Was könnte ich Ihnen bieten? Schauen wir doch mal nach. Ja, das würde ich Ihnen empfehlen. Schönes Haus, sehr komfortabel, reizende Leute. Zwei hübsche Zimmer, eigenes Bad, Fernsehapparat, Auto steht zur Verfügung. Jeden zweiten Tag Ausgang, Treueprämie nach einem Jahr. Sagt mir alles nicht zu. So, na, macht nichts. Na, vielleicht konveniert das hier mehr. Elegante Luxusvilla in Monte Carlo. Ganz hervorragende Bedingungen. Tägliches Taschengeld für die Spielbank. Ich bin ein Feind der Spielbank. Mrs. Hamilton Potts, eine der angesehensten Familien des Landes. 7 Kinder, das älteste ist 7. Danke, ich verzichte. Es wäre vielleicht besser, wenn ich mit Mrs. Binster persönlich sprechen würde. Ich bin Mrs. Binster. Ah, sehr geschickt. Es würde mich interessieren, ob nicht im Landhaus der Familie Eggensorp eine Stellung für mich frei wäre. Bei den Eggensorps, meinen Sie? Ja, Eggensorps sind mir empfohlen worden. Oh ja, ich denke, ich kann Sie dort unterbringen. Sicherlich. Da wechseln oft die Wirtschafterinnen. Miss Eggensorp? Ja, bitte? Ich bin Jane. Die neue Wirtschafterin? Ja, Jane Marple. Können Sie mir freundlicherweise zeigen, wo ich meine Sachen unterbringen soll? Natürlich. Ja, aber... Aber ich weiß nicht recht, ob diese Stellung wirklich Ihren Wünschen entsprechen wird, Miss Marple. Ich wäre ja sonst nicht hier. Ich werde mich schon zurechtfinden. Wissen Sie, ich brauche keine Hausdame. Ich brauche jemanden, der die Arbeit macht. Ja. Ich werde kochen, die Zimmer sauber halten, die Fußböden scheuern, den Heizkessel in Betrieb halten. Ich scheue keine Arbeit. Tja, wenn das so ist, hoffentlich wird es Ihnen bei uns gefallen. Ich habe keine Bedenken. Die Arbeit ist vielleicht nicht einmal so anstrengend, denn wir führen ein ziemlich ruhiges Leben. Unser Haushalt besteht aus 3 Personen. Mein Neffe verbringt hier die Ferien, dann ich und noch mein Vater. Darf ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen? Ja, gern. Nein, nein, den Koffer nehme ich, eventuell die Schläger, wenn sie Ihnen nichts ausmacht. Damit ich nicht ganz einruste. Ja, natürlich. Unser Personal besteht aus Hillman, dem Gärtner, und Mrs. Kidder, die Ihnen geöffnet hat. Sie kommt 3-mal wöchentlich, aber nur nachmittags, um die grobe Arbeit zu erledigen. Ein Porträt meines Großvaters. Unser Familienvermögen haben wir ihm zu verdanken, durch Teegebäck. Oh ja, kenne ich. Ganz ausgezeichnetes Gebäck habe ich oft gekauft. Er war sehr streng, unser Großvater. Ich denke, ich sollte Ihnen das nicht verheimlichen. Mein Vater ist nämlich bisweilen ein wenig schwierig, wenn ich Ihnen das ganz offen sagen darf. Er ist ein schwerkranker Mann. Er legt größten Wert auf Sparsamkeit. Und oft sagt er Dinge, die die Leute vor den Kopf stoßen. Ich möchte vermeiden, dass Sie einen... Ich bin an ältere Leute aller Art gewöhnt. Ich komme stets gut mit Ihnen zurecht. Machen Sie sich keine Sorgen. Evelyn!
Na, was ist denn? Ich habe dich gehört. Ja, Vater, entschuldigen Sie bitte. Versuch nur nicht, dich wieder zu drücken. Ist die neue Wirtschafterin bei dir? Du meinst, ja, Vater. Hoffentlich nicht wieder so eine Bohnenstange wie die letzte. Die Dürren sind unzuverlässig und lügen. Was stehst du herum und starrst Löcher in die Luft? Bring sie herein, ich will sie sehen. Ja, gern. Kommen Sie doch bitte herein. Vater, das ist Miss Marple. Jane. Wenn ich dir im Finstern begegnen würde, dann würde ich weglaufen. Es können nicht alle Menschen jung und hübsch sein. Das wissen Sie doch am besten, Mr. Eggenshaw. Wenn ich etwas nicht ertragen kann, so sind das freche Antworten. Dann müssten wir beide glänzend miteinander auskommen. Ich nämlich auch nicht. Wenn Sie hier zu bleiben beabsichtigen, und das darf ich doch wohl voraussetzen, müssen Sie eins von vornherein wissen. Dass ich in einem großen Haus wohne, bedeutet durchaus nicht, dass ich ein reicher Mann bin. Machen Sie sich also bloß keine übertriebenen Vorstellungen. Ich lebe hier, weil es sich so ergeben hat. Nicht, weil ich es mir leisten kann. Vater, glaubst du nicht, dass ich... Nein, das glaube ich nicht. Können Sie kochen? Wenn Sie eine gut bürgerliche Küche bevorzugen, ja. Ist Ihnen das klar? Kabeljau ist schmackhafter als Hummer und billiger. Tja, wenn man keinen verdorbenen Gaumen hat, können sogar Pellkartoffeln mit saurem Hering zum Leckerbissen werden. Wenn das eine Anspielung auf meine teure Zigarre sein soll, das geht keinen etwas an. Natürlich nicht. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich Miss Marple jetzt ihr Zimmer zeigen. Gute Idee. Haben Sie immer noch die Absicht, bei uns zu bleiben, Jane? Es gefällt mir sehr gut hier bei Ihnen. Dann bin ich beruhigt. Evelyn, was ist denn los? Du hast meine Medizin vergessen. Oh, entschuldigen Sie einen Moment. Gehen Sie bis zum Ende des Ganges, dann die kleine Treppe hinauf, die Tür gerade zu. Ich werde mich schon zurechtfinden, keine Angst. Darf ich Ihnen das geben, bitte? Ja, nehme ich mit. Geht es? Danke sehr. Du bist der Neffe, der hier seine Ferien verbringt. Ja, Alexander Eastley. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin die neue Wirtschafterin, Jane Marple. Leider. Ich hatte mich so auf Sie gefreut. Ich dachte, ihr würde so eine Art Jane Mansfield aufkreuzen. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Darin gleichst du deinem Großvater. Wir sind uns in mancher Beziehung ähnlich. Aber so ein Geizkragen wie er bin ich nicht. Die Vase wird dir ihn bestimmt vom Gehalt abziehen. Du hast Glück gehabt, dass du ihr ausgewichen bist. Sonst wäre... Ein Schädel gespalten und Sie würden ins Gefängnis wandern. Ich bekäme mildernde Umstände. Es ist nicht mein einziger Kummer, dass Sie nicht wie Jane Mansfield aussehen. Ich habe auch eine andere Vorstellung von einer Wirtschafterin. Du entsprichst auch keineswegs meiner Vorstellung von einem netten, braven Jungen, wenn ich das sagen darf. Ich habe das unbestimmte Gefühl, mit Ihnen stimmt irgendwas nicht. Ich werde Sie schon noch rausgraulen. Aber zuerst muss natürlich Mrs. Kidder dran glauben. Die geht mir sehr gegen den Strich. Gott sei Dank bin ich Annie los. Annie? Ihre Vorgängerin. Die hat miserabel gekocht, konnte keiner essen. Können Sie wenigstens kochen? Ich will mich nicht selbst loben, aber mir schmeckt's. Wissen Sie, was das Schlimmste für Großvater ist? Wenn ich pünktlich gegessen wird. Ich gebe Ihnen also den freundschaftlichen Rat, später auszupacken. Ich danke dir für deine Tipps. Wo ist eigentlich die Küche, Alexander? Zeig ich Ihnen. Jane. Evelyn! Der Alte. Schreit immer wie von der Tarantel gestochen. Meistens wegen Geld. Lassen wir ihn. Evelyn! Natürlich warten Sie alle nur darauf, dass er abkratzt. Alles habgierige Geier, die auf die Beute lauern. Tante Evelyn ist die einzige Ausnahme. Und wer sind im Einzelnen diese Geier? Ach, zunächst Onkel Harold, stinkt vor Geld, ein knickriger Bursche. Dann Onkel Albert, die Langeweile in Person, ein komischer Kerl. Naja, und dann Onkel Cedric, er malt. Das macht er aber nicht wegen der Kunst. Vor einem Jahr gab es einen großen Skandal, weil er mit einem seiner Modelle... Alexander! Na, ich kann auch nichts dafür. Und dann gab es Onkel Edmund. Was heißt das? Onkel Edmund ist, soviel ich weiß, im Krieg gefallen. Es wurde viel darüber gemunkelt. Er soll klammheimlich die Truppe verlassen haben. Desertion nennt man's wohl. Und wen darf man für deine Existenz verantwortlich machen? Hübsch gesagt. Meine Mutter lebt nicht mehr. Ich habe sie kaum gekannt. Mein Vater ist Brian Eastley. Oh. Der berühmte Jagdflieger. Sie haben doch sicher von ihm gehört. Sein Bild war ja in allen Zeitungen. Natürlich. Ich werde unter seinem Namen ein Geschäft aufbauen, sobald ich mein Erbteil ausgezahlt bekomme. Hier ist die Küche. Oh, wer sind Sie? Die neue Wirtschafterin, Sir. Dr. Quimper, ich gehöre gewissermaßen zum Haus. Alexanders neueste Errungenschaft? Ich weiß nicht, vermutlich. Wahrscheinlich wird Mr. Eggenshaw meinen Besuch bereits erwarten. Oh ja, ich führe Sie hinauf. Das ist nicht nötig. Doktor... Wo zum Teufel sind meine verfluchten Streichhölzer wieder geblieben? Ach, Sie sind's. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wollen Sie denn auch hier? Herumschnüffeln, was? Haben Sie Feuer? Wenn Sie zu rauchen beabsichtigen, werde ich das Fenster öffnen. Dieser Qualm ist doch gesundheitsschädlich, nicht wahr, Doktor? Wieso? Ach so, ja, frische Luft ist wichtig, Miss... Marple heißt diese Person. Bringt alles hier durcheinander. Haben Sie fein gemacht und ich kriege eine doppelseitige Lungenentzündung. Auf die eine oder andere Art wird man es schon schaffen, mich umzubringen. Unfug.
Sie werden bestimmt über 100 Jahre alt, das kann nicht einmal ich verhindern. So, na, wenn Sie so sicher sind, sagen Sie der Person, sie soll das Fenster schließen und mir Feuer geben. Besteht nicht die Möglichkeit, dass er durch die Spritze einschläft, Herr Doktor? Ganz im Gegenteil, sie wirkt anregend. Ihre Heimatstadt hat einen erstklassigen Pferdearzt verloren, als sie dort wegging. Pferde sind schwerer zu behandeln als Menschen. Na, wie ist das große Familienfest verlaufen? Waren alle da? Natürlich waren alle da. War doch ein billiges Wochenende. Freitag fingen sie an zu essen und zu trinken und hörten nicht mehr auf. Freitag? Was geht Sie das an? Natürlich nichts. Es ist nur zufällig auch für mich ein interessanter Tag gewesen. Wie alt sind Sie geworden, Mr. Eggensop? Kümmern Sie sich um Ihre Jahre. Ach, so ein miserables Wochenende. Ich hoffe, es vergeht geraume Zeit, bis ich dieses habgierige Back wiedersehe. Sie sprechen aber nicht sehr nett von Ihrer Familie. Es ist doch keine nette Familie. Wissen Sie, wozu dieser Anstreicher Cedric Evelyn überreden wollte? In meiner Gegenwart wagt er ihr zu sagen, sie soll mich verlassen. Möglichst bald heiraten. Hat man so etwas schon mal gehört? Sicherlich hat er sich falsch ausgedrückt, aber ich fände es ganz natürlich, wenn Evelyn heiraten wollte. Oh, entschuldige, Vater, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich fahre in die Stadt. Ich fahre auch in die Stadt. Darf ich Sie mitnehmen? Was Gern. Willst du denn schon wieder in der Stadt? Kann sie nicht die Besorgungen erledigen? Ich möchte zu ein paar Geschäftsleuten Rechnungen begleichen. Ja, ich verstehe. Das ist was anderes. Geld kann man ja heutzutage keinem anvertrauen. Also ab die Post. Ich darf Sie also in die Stadt bringen? Oh, das wäre sehr nett. Natürlich dürfen Sie. Es erspart uns ein Taxi. Sie nehmen es sowieso vom Lebendigen. Ich werde es Ihnen berechnen. Können wir gehen? Ich hole nur meinen Mantel. Ja, gut. Bis Freitag, Mr. Eggensop. Wiedersehen, Miss Marple. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Schließen Sie sofort das Fenster oder Sie sind entlassen. In diesem Fall müsste ich 4 Wochen Gehalt von Ihnen verlangen, wegen Nichteinhaltung der Kündigungsfrist. Gehen Sie mir aus dem Blickfeld, mir wird übel. Mit Vergnügen. Sehen Sie sich das mal an. Das habe ich eben hier gefunden. Es war also jemand hier. Sie gehört mir. Ich habe sie vorhin verloren. Schön, dass du sie gefunden hast. Es ist nämlich ein altes Erbstück. Sie haben wohl Angst, die Fundsache zur Polizei zu bringen. Du bist auf dem Holzweg. Du siehst zu viel Fernsehen. Dabei verlernt man das selbstständige Denken. Was ist hinter dieser Tür? Noch mehr Krimskrams aus der Vergangenheit? Viele Kunstwerke. Die hat Großvater von seiner ägyptischen Reise mitgebracht. Interessant. Ägyptische Kunst? Ach, Sie! Eintritt streng verboten. Lassen Sie mein Handgelenk los. Was haben Sie vor? Überhaupt nichts. Ich habe mir mit dem Jungen alles ein bisschen angesehen. Mit welchem Jungen? Alexander. Er hat alles gelogen. Alexander, komm sofort aus deinem Versteck. Ich hielt Vorsicht für besser. Mit diesem Menschen ist nicht zu spaßen. Der kriegt's nämlich fertig und gibt mir eine Ohrfeige. Der Großvater will nicht, dass irgendjemand hier im Stall herumstöbert. Er wird einen Tobsuchtsanfall bekommen. Mischen Sie sich bitte nicht in unsere Familienangelegenheiten. Kommen Sie, Jane. Gut so, lass dir nichts gefallen. Kennen Sie sie? Hab sie niemals gesehen. Hier aus der Gegend ist sie nicht. Wer sie auch sein mag, schaffen Sie sie weg. Warum haben Sie den Stall nicht abgeschlossen, Sie Tölpel? Dann hätten wir nicht dieses Pack hier, das in alles deine Nase steckt. Bitte reg dich nur nicht auf. Warum soll ich mich aufregen? Glaubst du, ich habe noch nie eine Leiche gesehen? Steht uns allen bevor. Zuerst hat der Täter versucht, das Opfer hier zu verstecken. Dass er sie überhaupt so weit schleppen konnte, dazu gehört die Kraft eines Besessenen. Herr Inspektor! Ja, was gibt's, Herr Doktor? Ich weiß nicht, ob meine Beobachtung wichtig für Sie ist. Alles ist wichtig. Sprechen Sie. Mir ist aufgefallen, dass die Ermordete Kleider trägt, die vermutlich im Ausland gekauft worden sind. Möglicherweise in Frankreich. Das ist allerdings sehr interessant. Vielen Dank, Herr Doktor. Na, ich bin ja kein Fachmann, ich dachte... Vielleicht hilft es weiter. Danke Ihnen. Bitte? Das würde erklären, warum ich Sie nicht identifizieren konnte. Wenn Sie hier aus der Gegend wäre, müsste ich Sie kennen. Das mag ja alles sein. Trotzdem bleibe ich bei der Annahme, dass zwischen ihr und der Familie irgendeine Verbindung besteht. Ich denke, wir sollten alle hierher beordern. Das gäbe aber Feuerwerk. Die hassen sich doch wie die Pest. Habe ich auch gemerkt. Zuerst mal die Routinearbeit. Gibt es außer dem Gärtner noch Personal hier? Selbstverständlich, Herr Inspektor. Sie? Ja. Ich habe also doch nicht fantasiert. Wirkt irgend so ein blödsinniger Trottel seine Freundin? Vielleicht hat er sogar der Menschheit damit einen Dienst erwiesen. Und was macht die Polizei? Stöbert überall sinnlos herum, kümmert sich um unsere Privatangelegenheiten. Ich habe ihm meine Meinung gesagt, diesem Inspektor Haddock oder wie der Kerl sonst heißt. Craddock heißt er, Craddock. Darf ich eingießen? Ja, warum nicht? Jedenfalls habe ich diesem Inspektor ein für alle Mal erklärt, dass kein Angehöriger meiner Familie diese ermordete Person jemals gesehen hat. Woher willst du das eigentlich so genau wissen? Hör endlich auf, Cedric, das ist ja absurd. Eine Frau, die zweifelsohne nicht aus dieser Gegend stammt, wird umgebracht und ausgerechnet in unserem Stall gefunden.
Warum sollte sie nicht einer von uns gekannt haben? Sie könnte ja zum Beispiel deine Freundin gewesen sein. Wieso? Ja, die Überlegung ist nicht dumm. Es wäre doch denkbar. Cedrics Überlegungen sind immer dumm. Ich meine vom Standpunkt der Polizei aus. Dir scheint das Spaß zu machen. Der Ruf unserer Familie kann dir ja gleichgültig sein. Als Schwager gehörst du ja nicht richtig zur Familie. Genau genommen. Ich möchte zu gern wissen, wer hat eigentlich die Polizei verständigt? So? Ich kann bedenken, wer das gemacht hat. Du? Na, red schon. Offenbar jemand, der wusste, dass die Leiche dort versteckt war. Kann ich eine Tasse Kaffee haben, Jane? Nimm dir, was du brauchst. Von uns war es doch bestimmt keiner. Wer weiß. Den Täter sollte man sogar noch belohnen. Das war sowieso eine Spionin. Wie kannst du das behaupten, Vater? Na, hör mal, schließlich war sie eine Ausländerin. Viele Frauen fahren nach Paris, um dort französische Kleider zu kaufen. Eine anständige Frau fährt nicht nach Paris. Dr. Quimper ist gerade eingetroffen, Mr. Eckensorg. Du lässt dir also noch immer diese seltsamen Verjüngungsspritzen geben, Vater? Ich würde mir täglich 10 Spritzen geben lassen, um euch zu überleben. Euch allen schimmert doch die Habgier aus den Augen. Fast hätte ich's vergessen. Der Inspektor hat mir vorhin gesagt, er wird euch nachher alle vernehmen. Hoffentlich habt ihr einwandfreie Alibis. Ein aufgewecktes Bürschchen. Kommen wir zu den Tatsachen. Die Unbekannte wurde am vergangenen Freitag, als wir hierher unterwegs waren, umgebracht. Damit stehen wir alle unter Verdacht. Aber wir sind doch jetzt ziemlich spät hier eingetroffen. Das ist es ja. Es kommt also darauf an, wo jeder von uns sich vorher aufgehalten hat. Albert, was hast du gemacht? Wieso ich? Na, red schon. Oder willst du mir einreden, dass du nur im Büro warst? Ja, das heißt, nein, ich... Aha. Jetzt erinnere ich mich, ich bin im Kino gewesen. Ich habe mir einen Film angesehen. Oh, mit Brigitte Bardot? Cedric, dieses Verhör finde ich einfach lächerlich. Hast du ein schlechtes Gewissen? Wie hast du denn den Tag verbracht? Oder kann deine Sekretärin etwa bestätigen, wo du überall gewesen bist? Was geht dich das an, Cedric? Mir kann man nichts. Ich war im Club. Der Club hat doch einen zweiten Ausgang. Ja, das könnte sein. Aber ich bin erst am Sonnabend hier eingetroffen. Nehmen wir an, du hast die Leiche am Freitag hergebracht, Eastleigh. Dann fuhrst du wieder nach London und begabst dich ein zweites Mal in den Club, um ein stichhaltiges Alibi zu haben. Deine Freundin Cedric würde doch sicher alles beschwören, was du willst. Ich weiß im Augenblick nicht, auf welcher meiner Freundinnen du anspielst, aber ich würde dir beipflichten, Harald. Sie ist zuverlässig wie deine Sekretärin. Wenn Sie etwas Zeit haben, bringen Sie mir doch bitte einen Kaffee in die Bibliothek. Ja, sehr gern. Was meint ihr? Ein bisschen sehr nervös, der Herr. Ach, spiel dich nur nicht auf. Wieso? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Das ist ja merkwürdig. Wenn sie Ausländerin war, dann... Es wäre schön, wenn wir den Fall selbst klären würden. Aber die Bande scheint kein Verständnis dafür zu haben. Ein törichter Einfall vielleicht. Erst mal sehen. Wenn das Opfer eine Französin war, wäre es gar nicht undenkbar... Spann mich nicht auf die Folter, was meinst du? Dass die ermordete Martine ist. Martine? Ja, dieses französische Bauernmädchen, das Edmund unbedingt heiraten wollte. Bevor Edmund fiel, gab es doch furchtbar viel Krach ihretwegen. Das war vor 16 Jahren. Ja, ja, ich weiß. Und doch gibt's irgendeinen Zusammenhang. Selbst wenn du recht hättest, wer könnte wohl ein Interesse daran gehabt haben, Martine umzubringen? Das sind Hirngespinste. Es war gar nicht meine Idee. Und wer hat es ausgeklügelt? Wieso? Evelyn. Evelyn? Evelyn? Eigenartig. Paul! Evelyn. Ich muss mit dir reden. So geht es nicht mehr weiter. Ich kann diese Heimlichkeiten nicht mehr ertragen. Wir müssen deinen Vater um sein Einverständnis bitten. Wir müssen noch etwas warten. Aber wie lange denn noch? Paul, es ist möglich, dass wir in unserer Familie einen Mörder haben. Evelyn. Ich muss ihn dir zeigen. Ich habe nämlich einen Brief bekommen. Du musst ihn lesen. Ich glaube, mein Französisch reicht nicht aus. Lies ihn mir vor. Liebe Miss Eckensorp. Sie werden sicher überrascht sein, nach so vielen Jahren zu hören, dass Sie eine Schwägerin haben. Ihr Bruder Edmund und ich haben geheiratet 2 Tage, bevor er gefallen ist. Erst nach langen Überlegungen entschloss ich mich, Ihnen zu schreiben. Ich habe nämlich die Absicht, England zu besuchen. Ich möchte die Familie meines Mannes kennenlernen. Ich wende mich an Sie und nicht an Ihren Vater, weil ich weiß, dass er ein schwerkranker Mann ist. Aus diesem Grund möchte ich ihm jegliche Aufregung ersparen. Ich freue mich auf Edmunds Familie. Mit den herzlichsten Grüßen, Ihre Martine Eckensorg. Aber wie konnte Edmund überhaupt heiraten? Er befand sich doch bei seiner Truppe. Wir haben uns eben geirrt. Warum bist du so aufgeregt? Verstehst du denn nicht? Die Frau, die ermordet worden ist, war bestimmt Martine. Es ist doch so, wenn sie hätte beweisen können, dass sie Edmunds Witwe ist, dann wäre auch sie erbberechtigt gewesen. Ach, jetzt begreife ich erst. Paul, was soll ich tun? Wissen es die anderen schon? Noch nicht. Nur einer ahnt etwas, Albert. Ich habe ihn gefragt, ob die Tote nicht Martine sein könnte. Was meinte er? Er fand es absurd. Aber er war betroffen. Du wirst die Polizei einweihen müssen. Aber damit belaste ich doch unsere Familie. Aber was willst du denn sonst machen? Das ist es ja eben. Ich habe keine Ahnung.
Geh zur Polizei, es muss sein. Ich will es mir noch mal überlegen. Na endlich! Tut mir leid, dass ich so spät komme. Oh. Guten Abend, Herr Inspektor. Sie wussten von dieser Geschichte mit der Puderdose. Wie soll ich sagen? Bevor ich es erfuhr. Wissen Sie mir? Ich habe es für das Beste gehalten, Mr. Stringer, den Herrn Inspektor doch noch einzuladen. So haben Sie sehr vernünftig. Später Einsicht. Der Polizei Informationen vorzuenthalten ist ein schweres Vergehen. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor. Sie werden mir noch einmal verzeihen. Möchten Sie Tee? Na ja, danke, nein. Sie sind sich darüber im Klaren, was es bedeutet, dass die Puderdose aus Ihrem Zimmer gestohlen wurde. Der Dieb der Puderdose und der Mörder sind mit der größten Wahrscheinlichkeit identisch. Diese Person lebt im Hause. Und wird bestimmt versuchen, Sie umzubringen. Um Gottes Willen. Sie schwebt in Gefahr? Ich fordere Sie auf, Ihre Stellung sofort aufzugeben. Es muss sein. Ja, Sie haben recht. Mit solch einem Mörder ist nicht zu spaßen. Ich bin einverstanden. Ich werde gleich morgen früh kündigen. Sehr schön. Eine Sorge weniger. Nach dem Kontrakt kann ich ja dann in 4 Wochen aufhören. Möchten Sie nicht wenigstens ein Gläschen Bier, Herr Inspektor? Miss Marple, ich... Ach, es hat ja doch keinen Zweck. Gute Nacht. Gute Nacht. Schießen Sie mal los. Haben Sie auf dem Amtsgericht etwas erreicht? Es war sehr schwierig. Ich habe meinen Bekannten gefragt. Natürlich ist es nicht gestattet. Haben Sie das Testament gesehen? Ja. Und was steht drin? Das Testament, das der Vater des alten Eckensorp hinterlassen hat, sieht einigermaßen merkwürdig aus. Wieso? Was gibt es da Besonderes? Er hat seinem Sohn, den er offenbar nicht leiden konnte, das Haus nur auf Lebenszeit zugesprochen. Außerdem erhält der Alte nur die Zinsen des beträchtlichen Familienvermögens. An das Kapital kann er nicht heran. Aha. Nach dem Tod des Alten wird das Kapital zu gleichen Teilen an seine Kinder fallen. Das heißt an Evelyn, Cedric, Harold und Albert. Aha. Zwei der im Testament genannten, Edith und Edmund, sind ja inzwischen verstorben. Dann erben die anderen also entsprechend mehr. Nicht ganz. Alexander erhält den Anteil seiner Mutter Edith. So, und was bekommt sein Vater Eastley? Die Anverwandten werden nur bedacht, wenn keine Kinder vorhanden sind. Er könnte also nur ein Interesse daran haben, dass sich das Erbe Alexanders vergrößert. Dr. Quimper möchte Sie sprechen. Oh ja, ja. Bitten Sie nach rein. Ihre Nachforschungen haben mich ein gutes Stück weitergebracht. Danke. Gern geschehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Inspektor. Oh, guten Morgen, Herr Doktor. Nehmen Sie Platz. Danke. Haben Sie die Ermordete schon identifizieren können? Die Ermittlungen der französischen Polizei waren bisher negativ. Ach, Sie nehmen also doch an, dass es sich um eine Französin handelt. Es hat sich einwandfrei herausgestellt, dass Kleidung und Schminke in Paris hergestellt worden sind. Haben Sie mich deshalb hierher gebeten? Nein. Trifft es zu, dass vorige Weihnachten der alte Eckensorp eine Magenverstimmung hatte? Ja, es wurde außergewöhnlich gut und reichhaltig gegessen. Da passiert sowas schon mal. Er sagt, Sie haben ihm damals viele Fragen gestellt. Als hätten Sie eine Arsenvergiftung vermutet. Das ist richtig. Eine gewisse Zeit lang hatte ich den Verdacht, aber das war wohl ein Irrtum. Haben Sie die Speisen untersucht? Nein. Warum nicht? Weil alles dagegen sprach. Er litt ja nicht unter chronischer Gastritis, also wurden ihm offenbar keine kleinen Dosen Arsen zugeführt, wie es ja die geradezu klassische Methode der Arsenvergiftung vorschreibt. Sie meinen, ein Giftmischer würde niemals so pfuschen? Es wäre unerklärlich. Hm. Oh, Entschuldigung. Doktor, halten Sie das Opfer für Martin Eckensorp? Wer käme sonst in Frage? Halten Sie jemand aus der Familie für fähig, einen Mord zu begehen? Darauf möchte ich lieber nicht antworten, Herr Inspektor. Na schön, Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Suchen Sie irgendwas, Miss Marple? Ja. Nein, ich... Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch, mir geht's gut. Ich danke Ihnen, Mr. Eastley. Haben Sie einen Wunsch? Nein, aber ich dachte, ich könnte Ihnen die Arbeit abnehmen und dem Alten seinen Schlaftrunk aufbringen. Das wäre sehr liebenswürdig von Ihnen. Nett von Ihnen. Mach ich gern. Was soll das? Wer ist da? Sie haben mich herbeischreckt. Wir haben eine Stromunterbrechung schon ein paar Minuten. Ich will nur rasch Kerzen holen, wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen. Einen Augenblick. Wie ich von meiner Schwester erfahren habe, arbeiten Sie erst seit einigen Tagen hier im Haus. Ja. Sie sehen mir gar nicht aus wie eine Wirtschafterin. Wie jeder andere Mensch bin auch ich gezwungen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Einen Tag, nachdem Sie hier angefangen haben, wurde die Leiche gefunden. Sie haben sie doch aufgestöbert. Wie kommen Sie darauf? Nur Sie kommen in Betracht. Sie waren der Spürhund. Ganz sicher. Und Sie haben auch die Polizei verständigt. Ich versichere Ihnen, dass ich die Polizei nicht angerufen habe. Sie waren es nicht? Nein. Wer sind Sie und was machen Sie wirklich hier? Weshalb sind Sie so misstrauisch? Seien Sie sicher, dass ich Sie künftig ganz genau beobachten werde. Jane. Na endlich. Ich muss etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Was ist mit Ihnen? Albert, kümmern Sie sich um Albert.
In dem Fall kam leider jede Hilfe zu spät, Herr Inspektor. Wie geht es den anderen? Evelyn, Cedric, Harold und Eastley haben nur leichtere Vergiftungen und befinden sich außer Gefahr. Und der Alte wird sich auch bald wieder erholen. Er ist ja zäher als wir alle. Na, bis morgen ist der Spuk vergessen. Sie können sich nicht irren? Nein. Es liegt eine Vergiftung vor. Na dann. Vielen Dank, Doktor. Dr. Quimper, wo bleiben Sie? Harold, das ist typisch für ihn. Er ist und bleibt ein Schreihals. Nun, Miss Marple. Pilzsuppe, Curryreis, Ente, Apfeltorte. Danke sehr. Die Pilzsuppe war vermutlich aus einer Büchse. Durchaus nicht. Ein halbes Pfund Champignons, Hühnerbrühe, etwas Sahne, dann eine Einbrenne, etwas Zitrone und verschiedene Gewürze. Hm. Die Pilze vielleicht? Ich habe selber von der Suppe gegessen. Wunderbar. Das glaube ich Ihnen. Die Torte vielleicht? Ich habe sogar zwei Stück Apfeltorte gegessen, das muss ich zugeben. Torten sind meine Spezialität. Und der Reis? Ach ja, der Reis. Den habe ich nicht einmal gekostet, denn Reis, wissen Sie, macht dick. Und ich hatte doch vor, die Apfeltorte zu probieren. Hm. Wo kamen die Enten her? Die Enten hat Harold geschossen. Es scheint ihm Spaß zu machen, zu schießen, vielleicht auch zu töten. Ich wollte Sie noch fragen, hat der Junge auch von dem Curryreis gegessen? Nein. Er wollte den Reis nicht anrühren, auf keinen Fall. Überlegen Sie, ist jemand in die Küche gekommen, während Sie das Essen kochten? Solange ich hier war, nicht. Aber ich habe noch ein paar andere Pflichten. Also konnte jeder in die Küche? Mhm. 6 Menschen werden vergiftet. Eigenartig, nur einer stirbt. Das ist mir auch schon aufgefallen, Herr Inspektor. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen nur melden, der Kommissar erwartet noch heute Ihren Anruf. In Ordnung. Brechen wir auf? Gehen Sie doch schon zum Wagen, ich komme gleich nach. Ja, gut. Ich denke, die beiden Morde hängen zusammen. Was glauben Sie? Ich bin Ihrer Meinung. Wir müssen herausbekommen, wer Ihnen die Puderdose entwendet hat. Ein Zimmer habe ich schon durchsucht, mehr habe ich nicht geschafft. Ja? Wessen Zimmer? Leider das Zimmer von Albert. Ah. Miss Marple, ich muss mich jetzt verabschieden. Schon gut, ich weiß Bescheid. Die Arbeit eines Polizisten nimmt nie ein Ende. Die der Hausfrau auch nicht. Ich habe eine Bitte. Seien Sie vorsichtig. Die Chemiker haben Spuren von Arsen gefunden. Im Reis. Ein Wunder, dass alle scheußliche Magenkrämpfe bekommen haben. Aber sterben konnte davon keiner. Albert bekam also eine Extradosis. Ja, aber was sollte das Arsen im Reis? Nehmen wir mal an, der Giftmischer gehört zur Familie. Dann müsste er doch auch krank geworden sein. Ich habe einen anderen Verdacht. Diesen Hillman sollten wir nicht aus dem Auge lassen. Es wird gemunkelt, wenn der alte Eckensorb stirbt, fällt ihm ein ganz hübsches Legat zu. Wollte ich nur mal gesagt haben. Sie vergessen die ermordete Bacon. Durch diese Giftgeschichte bin ich sicher, es handelt sich um Martin Eckensorb. Sicher? Ist die französische Polizei weitergekommen? Über die Ehe gibt es keine Dokumente. Das Dorf, in dem Edmund stationiert war, wurde während des Krieges völlig zerstört. Alle Akten im Rathaus wurden vernichtet. Und was nun? Es besteht kein Zweifel, die Morde geschahen planmäßig. Wer konnte ein Interesse daran haben, die Französin umzubringen? Der Mörder gehört zur Familie, das ist sein Plan. Er bringt einen nach dem anderen um, mit Ausnahme des Alten. Wenn der Alte dann eines natürlichen Todes stirbt, erbt der Mörder das ganze Vermögen und den Grundbesitz. Albert hat die tödliche Dosis nach dem Essen bekommen. Vielleicht in einem Getränk? Wie konntest du so töricht sein und der Polizei den Brief geben? Du musst nicht bei Verstand gewesen sein. Damit hast du den Verdacht auf uns gelenkt. Eine unmögliche Situation für uns alle. Das finde ich nicht. Nur für einen. Deine Scherze kannst du dir ersparen. Ein Irrtum von dir sollte gar kein Scherz sein, ich meine es ernst. Du könntest es doch gewesen sein. Oder meinst du, ich war der Mörder? Schluss damit! Hört auf endlich! Vielleicht warst du es, Evelyn. Was versprichst du dir von diesen Beschuldigungen? Vergiss nicht, ein Mörder ist unter uns. Lass diesen Unsinn. Sag über uns, was du willst, aber lass bitte Evelyn aus dem Spiel. Weißt du, ich finde es doch einigermaßen verdächtig, dass Evelyn den mysteriösen Brief so lange verheimlicht hat, bis sie ihn zu ihrem Vorteil benutzen konnte. Wieso? Ich verlange für diese Beleidigung eine Erklärung. Als die Ermordete unter diesen merkwürdigen Umständen bei uns gefunden wurde, da befanden sich alle Mitglieder unserer Familie unter Verdacht. Natürlich auch Evelyn. Nachdem sie den Brief der Polizei übergeben hatte, befanden sich immer noch alle unter Verdacht. Evelyn natürlich nicht mehr. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, du hast ganz recht, Cedric. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Die Frau wurde erwürgt. Wie soll denn deine Schwester das bewerkstelligt haben? Ganz einfach. Evelyn ist eine attraktive Frau, kein Zweifel. Und? Ich meine, eine attraktive Frau braucht deine schmutzige Arbeit ja nicht selbst durchzuführen.
Am besten hörst du gar nicht auf sein blödsinniges Gerede. Streng dich nicht an. Evelyn hat ihr Herz schon an den Onkel Doktor verloren. Du wirst also keine Möglichkeit haben, ein zweites Mal in unsere Familie einzuheiraten. Oho, ich sehe, du fühlst dich getroffen. Ja, noch so eine Unverschämtheit und ich vergesse mich. Bitte tu dir keinen Zwang an. Aber vorher eine Frage. Gibst du zu, dass du dich am Abend, bevor die Leiche gefunden wurde, mit Evelyn heimlich auf unserem Grundstück getroffen hast? Wieso? Ich... Hillman hat dich gesehen. Ich streite es ja nicht ab. Wir haben uns getroffen. Er hat mich gebeten, mit Vater zu sprechen. So? Um was ging es? Er sollte mir Geld borgen, wenn du es genau wissen willst. Hilfe! Das ist Harold Eckensorp. Die entscheidende Frage ist, hat er Selbstmord verübt oder wurde er umgebracht? Ich würde sagen, er hat Selbstmord begangen. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen, nachdem er seine Schwägerin Martine und seinen Bruder Albert umgebracht hat. Es war allen bekannt, dass Harold oft vor dem Abendessen Schießübungen machte. Er wurde also aus 5 cm Entfernung erschossen? Wieso nicht? Jemand, den er kennt, tritt zu ihm, bittet ihn für einen Augenblick um das Gewehr und... Ich tippe auf Selbstmord. Gerade diesen Eindruck wollte der Mörder ja hervorrufen. Jedenfalls können wir uns das Risiko eines neuen Mordes nicht mehr leisten. Kommen Sie mit. Wohin denn? Zu den Eckensorps. Wir werden die Puderdose finden und wenn wir das ganze Haus auf den Kopf stellen müssten. Eine wunderschöne Melodie, nicht? Wer hatte die Dose? Der kleine Alexander. Was? Ich hätte schon früher darauf kommen sollen. Der Bengel ist unverbesserlich. Diese hübsche Musik hat es ihm angetan. Kein Wunder. Wir sind also wieder am Anfang. Nein, Herr Inspektor. Ich denke, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Es wird nur schwer sein, ihm etwas zu beweisen. Ich muss ihn irgendwie dazu kriegen, seine Maske fallen zu lassen. Ich lasse mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Ich weiß besser, was mir gut tut. Der hier ist der bequemste für mich. Warum bist du nicht im Bett? Fängst du auch noch an? Tut mir leid, Evelyn, aber mit Ihrem Herrn Vater ist ja nicht zu reden. Ich habe keine Lust, da oben allein zu bleiben. Nachher werde ich noch im Bett ermordet. Na, und hier wird's ja wohl keiner wagen. Das wollen wir hoffen, Vater. So dreist wird doch keiner sein. Ich möchte was trinken. Nein, lass nur. Quimper. Ja, aber es ist nicht gesund. Ach, wollen Sie mich ersticken? Sie sollen mir die Decke auf die Knie legen. Ich sehe schon, es wird ein gemütlicher Abend. Wie wär's mit einer Partie Bridge? War ja nur ein Vorschlag. Was hast du denn da Hübsches? Da gehört eigentlich Puder rein. Aus Frankreich. Eine Spieldose. Ziemlich wertvoll, glaube ich. Woher hast du das Ding? Das Prunkstück gehört Miss Marple. So? Musst du ihr aber wiedergeben. Ich habe sie nur geborgt. Bevor ich zu Bett gehe, bringe ich sie. Kommen Sie ruhig herein, Herr Doktor. Sie haben mich erwartet? Hat Alexander Ihnen nichts gesagt? Wieso? Nein. Ach, hat er vergessen. Ich habe Halsschmerzen. Und deshalb habe ich ihn gebeten, Sie zu fragen, ob Sie nicht einmal zu mir heraufkommen könnten. Ach so. Entschuldigen Sie, dass ich Sie bemühe, aber ich habe schon seit vielen Jahren keine Halsschmerzen mehr gehabt. Dann können Sie von Glück sagen, Miss Marple. Kopfschmerzen? Nein, nur Halsschmerzen. Mhm. Wollen wir uns das gleich mal anschauen. Eine hübsche Dose. Gefällt sie Ihnen? Wo bekommt man so etwas? Ich habe sie gefunden. So, wo? Hier bei uns, im Stall. Ach. Öffnen Sie den Mund, bitte. Sagen Sie A. A. Nicht die geringste Entzündung. Ja, ich muss schon sagen, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet, diese Puderdose einfach zu behalten. Unter diesen besonderen Umständen blieb mir nichts anderes übrig. Hm. Sind die Mandeln geschwollen? Nein, ich glaube nicht. Ich habe Sie schon einmal in dieser Stellung gesehen. Auch damals hatten Sie die Hände um den Hals einer Frau gelegt. Es war in einem fahrenden Zug und Sie haben diese Frau erwürgt. Eine schwerwiegende Anschuldigung. Sie haben noch mehr auf dem Gewissen. So? Ich weiß, warum Sie heraufgekommen sind, um die Puderdose an sich zu bringen. Die Polizei sollte nicht auf Ihre Spur kommen, denn die Puderdose gehörte Ihrer Frau. Denken Sie. Und noch eins. Den Brief, den Evelyn angeblich von Martin bekam, den haben in Wirklichkeit Sie geschrieben. Warum hätte ich das tun sollen? Um frei zu sein. Um Evelyn heiraten zu können, die ein großes Vermögen erben wird. Die Polizei sollte glauben, dass es sich bei der Ermordeten um Martin handelt. Der Verdacht wäre dann nur auf die Angehörigen der Familie Eckensorp gefallen. Ein schlauer Plan.
Verraten Sie mir doch bitte, wie Sie zu den interessanten Vermutungen kommen. Ich habe mir die Ermordete genau angesehen. Martin war oder ist, soviel ich gehört habe, ein Bauernmädchen aus der Normandie. Die Ermordete hat niemals auf einem Bauernhof gearbeitet. Ich brauchte mir ja nur ihre Hände anzusehen. Weiter? Ja, sehr gern. Aber das Erbteil, auf das Evelyn Anspruch hat, genügt ihnen noch nicht. Deshalb haben sie Albert und Harald umgebracht. Und wie soll ich das fertig gemacht haben? Ganz einfach, sie haben den Curryreis mit Arsen versetzt. Ich hätte fast mein Renommee als Köchin eingebüßt. Es war ja ganz selbstverständlich, dass Sie zur Behandlung ins Haus gerufen würden. Sie haben Albert behandelt und ihm die tödliche Dosis mit der Medizin gereicht. Und Harold? Wurde auch Ihr Opfer. Sie haben ihn erschossen und Selbstmord vorgetäuscht. Genial rekonstruiert. Sie haben Fantasie. Und Beweise. Da Sie jetzt gekommen sind, um die Puderdose Ihrer Frau zu holen, ist der Fall geklärt. Ja, aber Sie werden unser Geheimnis nicht mehr preisgeben können. Wenn Sie noch einen Mord begehen, Doktor, wäre es vielleicht ein Mord zu viel. Keine Angst, es wird nicht wie Mord aussehen, Miss Marple. Der Totenschein, den ich ausstellen werde, darauf können Sie sich verlassen, wird selbstverständlich auf Herzschlag laufen. Oh! Alles in Ordnung? Ja, danke. Sie sind verhaftet. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Alles, was ich gesagt habe, ist aufgenommen worden und kann vor Gericht gegen mich Verwendung finden. Ich muss zugeben, dass Sie mich völlig durchschaut haben. Abführen. Na, es wird doch Zeit. Bevor ich das Haus verlasse, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich möchte, dass Sie bleiben. Ich besitze ein kleines Häuschen, Mr. Eckensort. Verkaufen. Weshalb sollte ich das tun? Wissen Sie, wenn ich mir das Ganze so überlege, ich meine, Sie sind eine ganz passable Köchin und auch nicht auf den Kopf gefallen, soviel ich sehe. Mit einem Wort, wollen Sie nicht meine Frau werden? Einverstanden? Ich fühle mich außerordentlich geschmeichelt. Versteht sich ja von selbst. Kommen wir zur Sache. Ich bedauere, aber ich muss Ihnen einen Korb geben. Wieso? Wenn ich mich in ein so gefährliches Abenteuer stürzen würde, hätte ich schon einen Bewerber. Ach, Unsinn. Das können Sie mir nicht erzählen. Wer zum Teufel würde Sie schon nehmen? Offenbar Sie zum Beispiel, um nur einen der Bewerber zu erwähnen. Leben Sie wohl?